Aber ich glaube, zum einen war es wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, ein bisschen Glück, die Auswahl der Themen und richtig losgegangen ist es dann ja mit einem Reaction-Video, ne, was wir veröffentlicht haben. Und wir sind selber auch Konsumenten von YouTube. Also wir gucken halt selbst auch gern YouTube-Videos und vor allen Dingen du, dann hat man vielleicht auch eine Idee davon, was gerade gut ankommen könnte. Ja, also chronologisch geordnet könnte man sagen, ich glaube, also eins, was glaube ich ganz gut auch war, ist, dass wir es von vornherein mit diesen Kollegen gemacht haben oder Freunden, die halt das auch professionell machen. Das heißt, wir hatten jetzt wenig so sehr, ohne das, also wertungsfrei, aber wir hatten jetzt wenig, dass ich mich jetzt hingesetzt hätte und hätte irgendwas zusammengeschnitten, das aussieht wie ein Familienfilm von 1990, sondern die, so, weißt du, das war halt schon so gewissermaßen professionell, nicht zu so viel. Und ich glaube, das große Glück, sage ich jetzt mal, war wirklich das Reaction-Video. Was war Das das waren damals, Reaction-Video? Was war das genau für ein? das war zu den Harrisons, war das damals, weil sich sozusagen der Dominic Harrison, das ist auch so Influencer, der hat sich die Zähne in Dubai machen lassen, einmal komplett alles voll verchromt. Und da gab es auch so ein bisschen Kritik und so. Und darauf haben wir sozusagen aus Sicht der Zahnärzte reagiert und haben uns sozusagen auch angeschaut, hey, wie sah das auf Modell aus? Musste man das vielleicht unbedingt machen? Hätte man das anders lösen können? Und es ist so eine tolle Idee, sich alle Zähne in einer Woche überkronen zu lassen. Und genau, das war so ein bisschen der Anstoß. Und daraufhin hatten wir dann, glaube ich, mit der Themenauswahl Glück, weil wir danach so ein Video gemacht haben. Da ging es darum, weil wir in unserem Behandlungskonzept, wir machen keine oder fast nie Kronen, wir machen immer Teilkronen, weil wir möglichst viel Zahnerhaltung, möglichst viel vom Zahn erhalten wollen. Und der Titel war, glaube ich, ganz gut gewählt, weil wir es gesagt haben, warum wir nie oder fast nie Kronen machen. Und das Video ist dann richtig durch die Decke gegangen, hat jetzt, glaube ich, fast 600.000 Views irgendwie. Und da kam natürlich, haben alle Videos profitiert und auch alle nachfolgenden Videos haben da echt ganz gut profitiert. Also ich glaube, es war ein bisschen Glück und ein bisschen, nee, es war eigentlich Glück.